Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ecstasy ANEXN. Ihr habt nichts verpasst, ich bin hochgelaufen, hab schnell ein paar Steine mitgeholt. Ich kann jetzt hier mal nichts brennen. Dankeschön. Mehr von der Sorte, nein. Gut, dann auch egal. Weg damit, weg damit, weg damit. Wieso sind die hier bitte? Futter brauche ich jetzt keins. Steine, 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 jede Menge davon. Bisschen Ordnung ins Inventar, was brauchen wir noch alles? Allzu viel von nichts. Den Kies und so weiter brauche ich jetzt auch nicht. Der Quatsch sowieso nicht. Halt, das nehmen wir gleich mal mit. Das brauche ich nämlich. Sieht gar nicht so schlecht aus mit dem Stein. Eine Tür wollte ich noch bauen, wo wir schon mal dabei sind. Ich will hin, aber vielleicht mache ich da gar keinen hin. Mal schauen. So, hier läuft. Mist, war es jetzt nervt mich das. Dankeschön. Hier läuft Wasser durch. Einfache Treppe wäre vielleicht lieber, wäre schöner, aber wir nehmen die hier, weil wir haben sie. Dankeschön. Und hier müssen wir sowieso vielleicht noch Stein legen, mal schauen. Achso, ich kann jetzt auch nicht so hier hinlegen. Muss dann nachher gleich wieder neue Dings da bauen. Gut, dass ich den Stein gesetzt habe. So, eine dieser ganz gesprächigen Folgen, wo ich wieder die ganze Zeit nur acker wie ein Blöder. Und ihr keine lustigen, platzigen, dämlichen Bemerkungen habt. Tja, so kann's Leben gehen. Dankeschön, die Höhle interessiert mich. Dankeschön, interessiert mich immer noch nicht, aber egal. So, das wäre damit erledigt. Jetzt, wo ich mal so dabei bin. Zack. Ein paar davon her damit. Ja, wegschmeißen wir zwar nicht die Räder, aber egal. Nee, ich stelle da keine Fackel mitten in den Weg. Hier kommen dann Hühner hin, denke ich. Warum auch nicht? Jetzt habe ich natürlich kein Holz mehr dabei. Clever, wie ich bin. Dann schauen wir mal uns langsam nimmt das hier unten Gestalt an. So stellen wir uns das auch vor, unterm Strich. Weg damit, weg damit. Und ich könnte. Pff, helles Holz, kann ich den Dings da? Helles Holz? Zu dem Stein? Ich meine, es wird hier offensichtlich nach oben immer heller hier, ne? Oder ist das schon oben? Lassen wir das so? Ich meine, so schnell springt der Kindzombie drüber, aber wenn wir die Mauer hier entfernt haben, ja die Erde. Aber ist das schon so genug? Und ich will ja nicht alles hier voll mit Holz, das sieht blöd aus. Ich glaube, da komme ich mit Fußboden und ein bisschen Stein und so abwechselnd besser. Hier wird auf jeden Fall irgendwas angebaut, vollkommen überflüssig. Könnte ich eigentlich schon nichts machen. Warum habe ich es noch nicht? Und dann müssten wir ein paar Hühner anlocken und so eine Scherze. Gibt's hier Hühner in der Nähe? Habt ihr Hühner gesehen? Tschüss. Die Kartoffeln sind faul, habe ich recht? Ja, natürlich. Natürlich sind sie das. Ich meine, ich immer dabei bin, ne?
gleich viel dunkler hier aus hier drin. Und das am helllichten Tag. Unglaublich. So, noch irgendwo was? Nee, gut. Shit, jetzt müsste ich mir aber echt mal was überlegen. Bezüglich des anderen Krempels. Kartoffeln. Würde ich sagen, ist eine gute Idee. Zucker brauche ich jetzt nicht. Warum mache ich den ab? Wo sind die Dinger? Die sind jetzt von mir, oder? Wo sie nichts zu suchen haben. Natürlich. Wie sollte es auch sonst sein? Was anderes an Futter eigentlich zu bauen? Was ist in der Kiste hinten? Gott, das für eine Ordnung habe ich hier. Ah, nee, das ist schön. Das freut mich. Aha. Also werden wir jetzt mal kurz den hier machen. Die brauche ich sowieso. Warum hier dann rumfackeln? Das da hinten muss aus dem Weg, der Steinpopel da. Oder ich mache was aus dem Gebirge. Wo, wenn ich da näher komme? Brauche ich einen riesengroßen Torbogen in die Mitte rein? Einfach so spaßig? Nein. YouTube. Was für den kommt hier schon wieder? Werkzeug. Noch gerade dabei sind. Jetzt macht er was her, oder? So. Stein? Nee. Doch. Der Fußboden kann hier bleiben. Wenn ich hier vorne was anderes hinbaue, müsste ich mir noch überlegen, was. Hier kann ich ein paar Hühner. Ich kenne hier noch Schafe und was weiß ich, aber habe ich drauf jetzt Lust? Ich brauche Eisen, weil sonst kann ich keinen Eimer holen, kann ich kein Wasser, kein Brunnen, kein gar nichts. Alles etwas kontraproduktiv. Runterfallen wollte ich jetzt noch nicht, aber okay. Ich muss vielleicht doch eine Etage höher bauen. Gucken wir mal kurz. Das hat was von Adventure Map hier. Noob Style. Die neue Schick, ich nenne ihn den Nüb. Burgzinnen in Weiß und Marmor. Das ist der letzte Schall. Wann habt ihr schon mal jemanden gesehen, der so schnell und das noch mitten im Sprung Steine verlegen kann? Jetzt mal im Ernst, oder? Das ist doch wohl auch. Bin ich gut, oder was? Ich habe gefragt, ob ich gut bin. Ihr solltet es in die Kommentare schreiben. Ach, was da gut hab ich's. Mit euch hat man schwer. So. Herz, ich mag euch alle. Ich liebe euch wirklich, liebe Kind. Was? Das kommt merkwürdig rüber. Ja, mal. Könntest du jetzt mal aufhören damit? Dankeschön. Da das jetzt immer Doppelsteine sind, können wir in der Mitte ja wieder einen anderen legen, ne? Wir müssen uns nur vorher anschauen, wie das aussieht. Gott sei Dank habe ich von allem mehr als genug Vorrat. Frage ist, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Au. Das ist ein bisschen sehr übertrieben, oder? Steinziegelstufen wieder, oder? Wir können ja die auch Eiskalierner nehmen. Oder mal einen Wechsel. Ja, das, so habe ich mir das vorgestellt. Genau so. Die wollte ich eigentlich nicht. Oder? Ist die Elbe dunkel, wollte ich mich wahrscheinlich gerade. YouTube, manchmal ist das echt anstrengend hier. So. Kann man zwar immer noch drüber springen, aber dann lässt mir das eigentlich vielleicht einen Zaun oder so. Nee. So doch nicht. Ich habe Nein gesagt.
Oh ja, ich habe ganz bestimmt sogar Nein gesagt. Jetzt brauchen wir noch ein paar von denen, Hitler. Ah. Tut mir leid. Kann ich gerade nicht ändern. Wow. Bin ich aber verschwenderisch mit Ressourcen. Oh. Ja, ich hab's verstanden. Ist okay. Ist okay, ist okay. Alles meine Schuld. Ich bin schuld. Ich bin blöd. Ich lebe damit. Danke. Ups. Gut. Au. Au. Schön, jetzt wird es immer Nacht. Jetzt sehen wir das Ganze gleich auch mal im Dunkeln. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Wookie Mini-Format. Die Sache mit der Beleuchtung müssen wir dann noch hinkriegen. Das ist nicht mal Kurzarbeit hier. So. Ich meine, so schlecht sieht das jetzt nicht aus. Stein, Stein. Dadurch, dass wir hier die doppelte Reihe gemacht haben, sieht das sogar noch besser aus. Ja, die normalen Steine genommen. Sieht das so schön versetzt aus. Das Versetzte gibt dem einen nicht asymmetrischen, einen asymmetrischen Look. Den reinen Steinblock zu setzen, das sieht so wie da unten eher nicht ganz so gut aus. Jetzt kriege ich noch Marmorbrunnen nehmen. Ach, jetzt ist gut. So. Da muss ich es ja auch nicht übertreiben, ne? Ich muss auf Erde, das kommt mal hier Erde hin, weil ich noch nicht weiß, was ich hier mache. Clever. Gut gemacht, richtig gut gemacht. Warum mache ich mir das eigentlich schon wieder so schwer? Oh Gott, jetzt habe ich nicht mal mehr genug Fackeln. Und bin zu blöd, eine Leiter hochzulaufen. Ah ja, ist ehrlich, langsam reicht's. YouTube, wir brauchen Urlaub. Ich, ihr, wir alle haben uns das irgendwie verdient, finde ich. Wenn ihr andere Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr mich unterstützt dabei, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich das alles vollkommen wurscht ist, schreibt es in die Kommentare. Ich hätte mir jedes Knie gebrochen. Ich bräuchte mal genau das, was ich hier habe. Ne, super. Deswegen mache ich mal zwei. Weg damit. Weg damit. Auch. Oder meinetwegen auch hier oben hin, wenn man schon blind ist. Also ich brauche noch ein paar Fackeln und Zeugs, also machen wir ein bisschen abbauen hier. Ah. Wollte jetzt gerade Kisten bauen, obwohl ich genau weiß, dass ich hier irgendwelche gestapelt habe. So, wollte ich. Mann, 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 YouTube, so geht's bergab. So merkt man den geistigen Zerfall. Sukzessive. Was soll das heißen? Ist das überhaupt ein Wort? Weg, 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 weg. Na gut, das vielleicht nicht. Haben wir hier irgendwo ein paar Steine? Ja. Tja, mach doch was her. Eine Fackel drauf zum Spaß. Ich hab gesagt, eine Fackel drauf, damit sie überall ein bisschen beleuchtet ist. Waldbrand gefahren? Nein. Okay, warte jetzt.
Kannst freilassen. Das wirkt irgendwie unsymmetrisch. Ja, das war klar. Dass du natürlich nur auf der anderen Seite landen konntest. Jetzt haben wir mal eins so zu fahren freigelassen, dann können wir das hier auch machen. Sieht dann allerdings so bescheuert aus. Machen wir nicht. Solange wir kein Glowstone haben, müssen wir das vernünftig machen irgendwie. Aber wo Glowstone, dafür müssen wir Nether, dafür müssen wir ganz andere Sachen. Und jetzt warten wir mal, bis wir hier irgendwo das Lavageräusch hören. Das war nicht das Lavageräusch. Zwischendran vorbei, aber. Jetzt nochmal stärker? Nee. Mann, ist das ein langer Tunnel geworden. Und ich habe keine Fackel, aber was soll's? Da ist schon ein Monster. Ihr seht wahrscheinlich überhaupt nichts mehr. Deswegen machen wir kurz den hier. Wenn ich nicht zu so blöd wäre, einzutippen. Oder den richtigen Code zu folgen. Schade, um das schöne Rohmaterial hier, aber machen wir alle noch viel vor. Okay, jetzt müssen wir dann noch mal irgendwann irgendwo den hier machen. Jetzt seht ihr nicht mal mehr das, was ich hier schon halb cheate. Machen wir uns um Ästhetik später Sorgen. Oder auch nicht. Ich höre Lava, ganz klarer Fall. Ich sehe sie noch nicht. Und das wurmt mich. Hoppala, so viel dazu. Wieso ruckelt das jetzt schon wieder nach den paar Minuten? Eisen zerstört, aber was soll's. Gehört dazu. Wir machen mal etwas Licht, erkunden das alles später. Bauen das alles später ab in der nächsten Folge. Bisschen Höhlentour, kann nie schaden. Wow, das Wasser. Das ist nicht schön. Also, wie es aussieht, können wir hier noch eine ganze Menge abbauen. Das ist ja erfreulich. Dankeschön. Machen wir auch zum Platz hier. Jede Menge abbauen. So eine kurze Folge wollte ich nicht machen. Also nehmen wir ein bisschen was von dem Zeugs hier mit, das wir gebrauchen werden. Mit Sicherheit gebrauchen werden.
en masse. Oder Massen, je nachdem. Und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Ich sehe schon einen Eimer auf mich zukommen. Hä? Ja, das klingt jetzt erstmal merkwürdig, aber wenn man darüber nachdenkt, ist das halb so verrückt. Puff. Kohle, Kohle, Kohle. Das brauche ich sowieso. Zellenmäßig. Ich könnte natürlich jetzt auch mal mit dem Wald anfangen, anlegen, da oben und abbauen und Holzkohle bis zum Umfallen. Kann man Holzkohleblöcke machen? Ich glaube nicht. Was meint ihr, wenn jetzt hier die Monster an wären? Wie viele Zombies hätten mich jetzt schon getötet in der Zeit? Schließt Betten ab, vielleicht machen wir es beim nächsten Part dann. Ist das hochspannend, dieser Cola-Bahn? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das kann ich nicht hier richtig mit vorbereiten. Hat nicht geklappt. Okay, warte jetzt. Wahnsinnig lustig, diese Rutsche. So, warte jetzt. Lauter Eisen. Ist das schön. Ich habe ewig keinen Höhlenrand mehr gemacht. Aber wir alle wissen auch, wie sowas meistens beim Ende ist. Insofern wisst ihr auch genau, warum ich das nicht gemacht habe. Bisschen Kohle schadet nie und dann werden wir hier einen kleinen Ofen aufstellen, weil ich will. Ich weiß auch schon, wo ich ihn hinstelle. Oder auch nicht, weil ich mal wieder nicht an Werkbank gedacht habe. Also manchmal komme ich mir selbst bescheuert vor. Aber nur ganz klein wenig. Egal, wir haben Kohle. Das ist das Wichtigste. Und wir haben Eisen. Dringend benötigt. Jetzt gehen wir den Mist noch hoch abschaffen und dann können wir mit der Folge schon wieder Schluss machen, werde. Gnadenlos. Ungünstig. Tja, gucken wir mal. Rest ist mir noch, ne? Weg damit. Hoch hier. Zack. Zack. Zack, wie schnell man Stein produzieren kann. Zack. Immer wieder erstaunlich. Hier war das.
So, Eisen, danke. Damit hätten wir die zwei wichtigsten Dinge. Kann das hier ganz schnell ablegen. Das nehmen wir mit. Die ist auch, wenn wir schon mal dabei sind. Das auch gleich mal. Ich meine, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir auch mal. Was rum? Egal. Offenbar egal. Schneeball, den brauche ich jetzt aber sowas von Leder. Ne, hier haben wir uns auch nicht. Ja, wir wissen, wozu wir das brauchen. Bücher zum Beispiel. Wenn ich nur dran denke. Also hier rein, irgendwann brauche ich einen Amboss. Der Rest kann brennen, ist eine Rille. Guckt euch an, wie schnell ich das gleich machen werde. Jetzt habe ich die ganze Kohle oben gelassen, ich Idiot. So viel zum Thema, wir brauchen Fackeln. Manchmal muss man eben etwas behämmert sein. Oder etwas viel, je nachdem. Wieso habe ich hier jetzt kein... Also, so langsam komme ich mir selber behämmert vor. Gebe ich ganz ohne Mund zu. Nur ganz klein nicht. Überhaupt nicht, aber ich kann es gerade auch nicht ändern. Egal. Okay, den hier, den hier, den hier. Steine haben wir jetzt auch. Wieso? Brauchen wir gerade nicht. Egal. Hier vielleicht eine Sitzecke oder so. Schwein, gehen wir nicht offen. Egal. Also, gehen wir mal kurz ins Chateau und schauen mal an, was wir heute geschafft haben. Ich finde, das ist nicht schlecht. Eine Werkbank da unten. Die ganzen anderen Krempel, die wir gerade nicht brauchen. Das lässt sich sehen, ein bisschen was haben wir noch zu tun, aber das alles in der nächsten Folge. Ecstasy, A&E, Xane out.